Hey Leute, vielleicht ist es euch schon aufgefallen, dass ich letzten Sonntag und letzten Mittwoch keine Videos hochgeladen habe. Das lag daran, dass ich in der letzten Woche sehr viel zu tun hatte und deswegen keine Zeit mehr gefunden habe. Aber ohne um das Thema herumzureden, fangen wir jetzt einfach an. Habt ihr schon mal etwas von dem Venatorkreuz der Republik gehört? Ja, ich weiß, ihr denkt jetzt bestimmt, dass ihr schon alles über den Venator-Kreuzer wisst, aber seid ihr euch wirklich sicher, dass ihr alles über den Venator wisst? In diesem Video geht es um 23 Fakten über den Venator-Kreuzer der Republik. Die 1137 bzw. 1155 Meter langen Großkampfschiffe waren für den Kampf gegen andere Raumeinheiten ausgerüstet und besaßen dafür 8 schwere Doppelturbolasertürme zu beiden Seiten der Aufbauten, 2 mittlere Doppelturbolaserkanonen an den vorderen Seitenkanten, 52 bis 60 gleichmäßig über das Schiff verteilte Punktabwehrlasertürme, 4 schwere Proton-Torpedowerfer und 6 schwere Traktorstrahlemitter. Schutz stellten starke Schutzschilde und Panzerung bereit. Neben 2000 Truppen und 24 ATT-Kampfläufern hatten sie auch eine gewaltige Sternjägerkapazität von über 420 Jägern an Bord, die sie über das große dorsale Flugdeck mit einer Länge von einem halben Kilometer schnell starten konnten. Es umfasste Angriffs- und Abfangjäger, Raumüberlegenheitsjäger, Mehrzweckjäger und Bomber, oft mit einer Führung von Jedi-Sternjägern. Dazu kamen 40 LAATI-Kanonenboote und viele Shuttles. Das Flugdeck war groß genug, um eine ganze Korvette zu beinhalten und zu beladen. Es wurde von Schiffsbuchten flankiert, wo die einsatzbereiten Jäger, Kanonenboote und Fähren stationiert waren. Richtung Heck erhob sich die Wand mit dem hochgelegenen Hangar-Kontrollraum. Über Aufzugsplattformen, die komplette Deckbereiche absenkten, konnte man die unter dem Hauptflugbereich gelegenen Sektionen erreichen, wo weitere Jäger gewartet und gelagert wurden. Beim Aussenden großer Jagdmaschinenverbände konnte ein Doppeltor über die ganze Länge des Schiffsvorbaus geöffnet werden. Geringeren Mengen wurde nur eine kleine rechteckige Öffnung bereitgestellt. Je ein weiterer Hangar befand sich an Back- und Steuerbord sowie an der Unterseite, wobei der letztere eine kleine Fregatte aufnehmen konnte. Die hoch aufragenden Aufbauten umfassten 2 Kommandobrücken nebeneinander, wobei die steuerbordseitige meist das Schiff unter Kontrolle hatte. In diesen fanden sich bereits Kommandogräben wie auf späteren imperialen Schiffen. Neben starken Triebwerken für 975 km/h besaßen die Schiffe einen guten Hyperantrieb der Klasse 1. Die Crew betrug über 7400 Personen, anfangs größtenteils Klonpersonal, aber oft mit erfahreneren und ranghohen Nicht-Klonen in Führungspositionen. Für Wartungs- und Jägerhilfszwecke waren auch viele Droiden an Bord, darunter Astromech-Droiden der C1 und R-Serie, die in speziellen Technikbuchträumen auf Einsätze warteten. Die Venator-Klasse konnte trotz ihrer Größe auf Planeten landen, um ihre Truppen abzusetzen. Auch hatte sie eine absetzbare modulare Garnison, eine Gefängnisanlage und medizinische Einrichtungen samt 2-1B und FX-7 Medidroiden an Bord. Der Venator-Klasse Sternzerstörer wurde von den Kurt-Antriebswerften hergestellt. Der Kreuzer ist ein Großkampfschiff. Seine besonderen Merkmale sind die Doppelbrücke und das dorsale Flugdeck. Seine Länge beträgt, wie am Anfang schon erwähnt, 1137 bis 1155 Meter. Das Schiff hat 4 große Triebwerke, 2 mittlere Triebwerke, 4 kleine Triebwerke und einen Hyperantrieb der Klasse 1 und später ein Backup der Klasse 15. Der Kreuzer hat starke Schutzschilde und ist schwer gepanzert. Seine Energie zieht er aus den Hauptreaktoren. Seine Crew-Kapazität beträgt 7400 Offiziere, Piloten und Einberufene. Außerdem kann er 2000 Truppen mit sich führen. Die standardgelagerten Vorräte des Kreuzers reichen für 2 Jahre. Das Schiff wurde ca. 40 Jahre vor der Schlacht von Yavin in den Dienst gestellt und ca. 0 Jahre nach der Schlacht von Yavin zuletzt gesichtet. Der Kreuzer fungierte als Schlachtschiff, Trägerschiff, Truppentransporter, Kommandoschiff
und Angriffskreuzer. Aber wie findet ihr den Venator-Kreuzer? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn ihr mir eine Frage stellen wollt, dann schreibt sie mit dem Hashtag FragSWW ebenfalls unten in die Kommentare. Rechts könnt ihr euch noch mein letztes Video ansehen und links könnt ihr meinen Kanal abonnieren, wenn ihr keine weiteren interessanten Star Wars Videos mehr verpassen wollt. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein.